Ja, moin und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und man begrüßt mich jetzt hier immer. Willkommen zurück, Häuptling. Folgendes ist passiert, finde ich eigentlich ganz gut, diese Einblendung. Also wenn sich irgendwas Neues im Dorf entwickelt, ich habe das auch mal in so ein paar Bildern von meinen anderen Accounts festgehalten, dann werdet ihr jetzt immer hier quasi, naja, informiert, was hat sich getan, wer hat mich angegriffen, was ist gerade fertig geworden und so weiter. Und auch neue oder andere Ereignisse hier, finde ich richtig gut. Clanspiel haben begonnen. Ja, was ist passiert? Okay. Und aber hier seht ihr das hier. Ich habe das in so ein paar Screenshots festgehalten von meinen anderen Accounts. Da werden also wirklich die verschiedensten Veränderungen hier ein bisschen festgehalten und ist natürlich eine coole Sache. Aber ihr habt es am Titel gesehen. Der Grind geht hier weiter. Ganz, ganz krass. Und ich habe gestern allerdings meinen Grind-Tag gehabt, denn ich habe gestern etwas zu viel geboostet, hätte ich mal fast gesagt. Also ich habe erstmal Pokale gedroppt, das seht ihr, ich bin nur noch in Meister 1 und war aber in Champ 3 eigentlich bis darunter und habe einiges hier erspielt, muss ich dazu sagen. Ich habe gestern also noch den neuen, irgendwie sagt man immer der neue Held, ne? Ich hab gestern noch den Kopfjäger auf 3 gelevelt und habe mit einem Hammer den Golem auf Max Level gezogen. Meine Queen ist nebenbei auch Level 75 geworden. Ich gehe mal hier in die Übersicht rein. Also 75 mit, ich glaube, 3 Bücher und 2 Hämmer waren es. Genug Dunkles hatte ich ja. Und so sieht das Ganze also schon mal gar nicht mal so schlecht aus vom Setup her. Die Bogenschützen werden wahrscheinlich bei mir wohl die letzte Truppe sein, die ich dann level. Da ich auf die jetzt nicht so den Ultra-Wert lege, aber naja. Ich habe gegrindet hier ohne Ende und zwar natürlich mit meiner Lieblingstruppe, mit den Kobolden, mit wem auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, also ich habe da Spaß dran, mir hier so ein paar Lowbases rauszusuchen und die immer so ein bisschen was draußen haben. Aber ich habe auch wirklich Leute solche Sachen hier teilweise mitgenommen. Das heißt also, manchmal waren es nur so ein paar Bohrer, so wie hier einfach mal ein Riesen, so ein paar Bohrer einfach mal mitgenommen und ohne großartig jetzt hier eine ganze Armee immer hier reinzuschicken. Ich hätte schon fast wieder zu viel genommen hier. Aber das reicht eigentlich. Und das war jetzt ein bisschen dunkles, mehr nicht. Punkt. Der Rest ist hier natürlich ein bisschen tiefer in der Base. Ich will aber gar nicht mehr haben. Das waren jetzt 1149. Okay, das war jetzt wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich meine, so kann man es machen. Und wenn ihr in meinen Angriff so reinschaut, dann habe ich auch schon ein bisschen mehr gemacht und auch schon ein bisschen mehr ausgegeben, beziehungsweise auch mal ein bisschen mehr Truppen gesetzt. Da ist aber jeder anders beim, heißt das eigentlich Grinden oder Grinden? Ich sage immer Grind. Ich sage mal Grinden. Das gibt es ja in vielen Spielen, dass man einfach farmt, bis der Arzt kommt. Aber ihr seht das hier mit 19 Kobolden, 3 Riesen, 918. Ich meine, billiger kannst du es nicht machen. Und so habe ich mir zumindest die 144.000 einmal reingefarmt. Das hat der Kopfjäger auf Level 2 gekostet, also wohlgemerkt immer dabei gesagt mit Pass. Und dann waren es glaube ich 192.000 und jetzt bin ich schon auf dem Weg, um mir eigentlich das nächste Dunkle für den Helden hier reinzuholen. Aber wir gucken mal, was die Clanspiele sagen und vor allen Dingen die Belohnung, die ging alle so ein bisschen unter hier im Update, aber es gibt hier im letzten Tier eine dunkle Rune und ein Heldenbuch, ist natürlich cool. Mal sehen, wie weit ich so komme und wie lange mein Held eigentlich pennen muss. Und wir haben es live. Ist es auf unserer Seite? Oh ne. Ist nicht auf unserer Seite. Alles klar. Dann können wir einfach mal ein bisschen weiter grinden hier. Bei uns im Clankrieg übrigens, das kann ich euch gleich zeigen, da sind die neuen Truppen noch nicht so angekommen. Also wir greifen denn doch schon gerne noch ein bisschen oldschool an. Beziehungsweise ja, mit dem, was wir vorher hatten. Das ist eigentlich eine schöne Base hier. Da kann man ein bisschen mehr rausholen, aber ist ein bisschen wenig Loot. Das ist mir ein bisschen wenig. Da habe ich auch schon bessere hier hergeklickt und auch schon die Mille-Gegner hier gehabt. Vor allen Dingen hier in Meister 1 und dann Champ 3, Champ 2. Da war gestern so viel rauszuholen und ich habe wirklich mal am Stück, nicht am Stück gesuchtet, aber ich habe noch mal zweimal, glaube ich, einen Schub reingehauen, einmal ja während der Folge und einmal abends noch, das hat vollkommen gereicht. So ein Stündchen hier mit den Kobis ist einfach immer wieder eine coole
Sache. Ich habe die Suche mal so ein bisschen übersprungen, aber das sind genau die Dörfer, die mir hier zurechtkommen. Und ich habe natürlich immer eine komische Armee, weil je nachdem, wie ich etwas nachmache, kommen natürlich die Truppen nach. Und deswegen ist das manchmal, sieht das manchmal ein bisschen komisch aus. Dann habe ich plötzlich hier ohne Ende Riesen. Und weil die dann halt anders bauen, da müsste ich dann vielleicht doch mal anders planen. Aber eben mal schauen. Oh, das sind die Bombentürme da. Die tun natürlich ziemlich derbe weh. Der King ist nicht ganz so schlimm hier. Das können wir mal so mitnehmen. Und dann nehmen wir hier nochmal so ein paar Grüne rein. Oh, der Multimörser ist natürlich auch fürchterlich da. Aber das müsste da noch klappen. Auch das Lager kriegen wir noch. Wunderbar. Dann nehmen wir hier oben nochmal ein wenig mit. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie mal so ein bisschen Richtung Dunkles kommen. Und noch vielleicht den einen oder anderen Bohrer mitnehmen. Da gehen die jetzt schon mal hin. Okay. Und mal sehen, was wir hier jetzt noch an Töpfen mitnehmen können. Ich nehme manchmal auch die ganze Armee dann, weil hier lohnt es sich in jedem Fall. Die 6000 nehmen wir mit. Ich gebe ja so gut wie nichts großartig an Dunklen aus. Also so ein bisschen gebe ich natürlich schon aus, aber das ist jetzt nicht so ultra viel. Und ich nehme auch immer den, man sagt es irgendwie immer wieder, ne? Den neuen Helden. Nein, es ist kein neuer Held, es ist eine neue Truppe, Leute. Es ist eine neue Truppe. Und so, wo könnten die denn reinspringen? Da könnten die springen, hier meine kleinen, süßen Kobis. Und mal gucken, wo sie raufgehen. Erstmal auf das Lager, alles klar. So, King schon mal zünden, dass wir hier ein paar mehr Truppen in der Base haben. Aber ich glaube, jetzt sieht das ganz gut aus hier. Und manchmal holen die mir natürlich auch das Rathaus. Das Rathaus kann man so ein bisschen resetten hier mit dem Blitzzauber. Und dann seht ihr das hier, ja, dann wird es auch mal ein bisschen mehr. Oh, der war verballert da. Dann wird es auch mal ein bisschen mehr hier an Lot. Ja, dann machen wir den halt leer, mein Gott. ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Und aber ich gucke jetzt mal, da geht, wo ist denn der Bohrer da? Ach, da oben ist der Bohrer, okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier nicht. Aber ich glaube, den kriege ich jetzt nicht mehr, ne? Weil die Yeti-Mais gehen ja auf die Verteidigung, wenn die jetzt angeschossen werden. Und nicht mehr auf den dunklen Bohrer, ne? Das ist natürlich dusselig. Aber wir haben hier. Ich wollte gerade sagen, mal abwarten, aber ich glaube, wir kriegen das dunkle Lager nicht mehr. Das ist doch ein bisschen arg weit weg. Und die Queen möchte jetzt auch erstmal zur Zauberfabrik. Und hier ist einfach noch ein bisschen zu viel Defense. In 16 Sekunden, das kann ich mir schenken. Aber so kann man es natürlich ganz gut machen. Und so trete ich die einfach nach. So geht das immer ganz schnell. Aber ich hätte jetzt auch mal ein Clanspiel mitnehmen können, ne? Vielleicht, was müssen wir hier denn machen? Ein Mauerteil in Mehrspielerkämpfen 75 Mal. Das geht natürlich mit Erdbeben eigentlich ganz, ganz geschmeidig. In Titan sind wir im Moment nicht. Verdiene 3 Sterne und setze Mauervernichter ein. Das können wir machen. Das können wir mal machen. Dann nehmen wir mal ein paar Mauervernichter hier mit. Ich baue eigentlich immer ganz gerne die Kasernen. Die kann man natürlich auch leer mitnehmen. Wenn da keine Truppen drin sind, dann kann ich die natürlich super mitnehmen, um dort einfach den Packer raus spammen zu lassen und auch die Heiler. Also hat man eigentlich auch mit der Kaserne immer noch so ein paar Truppen am Start. Aber wir gehen mal kurz in den Klankrieg rein, denn ich hatte hier einen schönen Angriff gestern Abend gesehen, ja, von unserer 26, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Classic, aber es ist ein Sui, also ein Sui Lalo und ja, sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Aber ihr seht das hier, die neue Truppe wird auch hier noch nicht benutzt bei uns. Also ich habe jetzt bisher auch ganz, ganz wenige Angreifer gesehen, die ihre Truppen nutzen, je nachdem, wer ja auch was hat. Das kommt ja auch nochmal dann darauf an, dass jetzt vielleicht der ein oder andere, genau wie ich auch, jetzt ein bisschen Wartezeit auf die neuen Truppen hat. Denn jeder ist natürlich auch gespannt, was die neuen Truppen so bringen. Ob man sie gut im CK einsetzen kann. Ich habe es gestern Abend zwar schon so in Teilen beim Itzu im Stream gesehen, aber dort haben die auch nicht alle benutzt. Vor allen Dingen in der GML müssen sich die Leute jetzt einigen nach dem Update, ob sie die
neuen Supertruppen einsetzen dürfen oder nicht. In der Regel sagen die Leute da dann schon zu, weil man sie natürlich auch nutzen möchte, um das möglichst effektivste hier aus seiner Armee rauszuholen. Aber hier unten hat er schön gemacht, Richtung Rathaus, only das Rathaus mit zwei Helden geholt hier. Queen ist noch am Leben, 73er Queen, also auch hier, der eine levelt halt ein bisschen schneller, der andere levelt ein bisschen langsamer. Ich hatte gestern auch jemanden hier bei uns im Clan, der hat nur 7 Heldenbücher gehabt von irgendwelchen Käufen von damals und konnte sie dann nicht mehr einsetzen. Also ich habe jetzt auch wirklich selber mal recht viel von meinen Ressourcen eingesetzt. Das bin ich von mir Geizhals eigentlich gar nicht so gewohnt. Ich lasse mir immer gerne mal so das ein oder andere über, aber ich habe gestern auch gedacht, es wird ja jetzt wieder ein bisschen länger dauern, bis ein neues Update kommt. Und dann kannst du natürlich auch mal ein bisschen was ausgeben, ein bisschen was farmen. Und denn es kommt ja wieder rein und alles in Gems ausgeben. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt schon kurz vor 22.000. Ich musste nichts ausgeben für dieses Update hier. Großartig. Und habe auch noch 300 Gems gestern bekommen von der zweiten Errungenschaft der Scattershots, also 400 Scattershots erlegt. Gerade hier unten so in den Bereichen Meister, Champ 3. Gestern waren die, oder wenn eine Base jetzt abgefarmt ist, ist auch der Scattershot leer. Und ab und zu stehen die mal am Rand, dann kannst du die mal eben mitnehmen mit einem Riesen und einem Magier. Denn A, schießen sie nicht, und B, muss man jetzt 4000 Stück davon machen. Aber das hat er echt schön gemacht hier. Der Namenlose, ich müsste jetzt in die Namensliste gucken, wie er heißt. Wir haben eine Namensliste bei uns gepflegt, bei Spätzle mit Soße, damit wir uns in etwa benennen können. Und aber schön gemacht, aber ja, wie gesagt, ohne die neue Truppe geht's auch. Allerdings ist sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn man einen Queen Charge macht, Queen Walk macht oder auch einen Warden Walk, dass dort der Held mit vergiftet wird. Also, aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es noch nicht so wirklich gesehen hier bei uns in den CK. Gucken wir mal, der Turan, was der gemacht hat, der hat auch noch keine dabei, hat als Supertruppen aber ein paar Goblins dabei. Okay. Naja, ich bin mal gespannt, bis das erste Mal überhaupt hier mit vielen, vielen Truppen angegriffen wird, wie lange das so dauert. Naja, Kaffee wird mal wieder kalt, wie immer. Immer beim Gucken von Clash of Clans wird mein Kaffee kalt. Aber ich habe gestern auch so ein bisschen in meinen anderen Dörfern schon mal auch angefangen, mich mit dem Update so ein bisschen anzufreunden. Aber natürlich ist mir gerade nach so einem Update mein Main-Account hier natürlich am wichtigsten, dass wir da wieder ein bisschen vorankommen. Und ich meine jetzt die 5 Helden-Level, die werden jetzt ein bisschen dauern, weil ich habe keine Bücher mehr. Eins gibt es jetzt für ein paar Tage im Pass, aber ich möchte schon ziemlich viel noch vom Pass rausholen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nochmal alle Bauarbeitertränke einwerfen. Denn bei mir läuft jetzt relativ viel, auch gerade in der Base, aber hier laufen dem Turan auch gerade richtig viele Truppen entgegen. Mal gucken, ob die Queen das packt hier. Aber gegen den Multi müsste das eigentlich klappen. Hexe ist außen auch noch im Gift. Und nochmal durchgewutet hier. Also Wut auch nicht zu lange damit gewartet, sondern ruhig Wut auf die Queen. Und was wir aber gestern festgestellt haben, dass tatsächlich der Warden scheinbar etwas angepasst wurde. Also es wurde ja geschrieben oder angekündigt, dass der Warden jetzt so ein bisschen besser kooperiert, so will ich es mal sagen, und nicht mehr so in etwa den ganz großen Corona-Abstand hält hier. Aber er folgt jetzt wesentlich besser, vor allen Dingen bei den Luftangriffen haben wir das gestern gesehen, aber auch hier sehen wir das mal, glaube ich, ganz gut, dass der Warden jetzt schön in Range ist und auch richtig viele Truppen dabei hat. Er folgt schön und macht auch nicht irgendwie so einen Schlenker jetzt immer über die Mauern, wenn er darüber schwebt, sondern zack, gerader Weg hier, nicht irgendwie rechts, links, quer. Also cool gemacht. Und ist eine komische Base hier, muss ich sagen. Allerdings schießt natürlich der Adler die ganze Zeit. Aber die Queen hat ja das komplette linke Compartment rausgenommen, alleine. Damit hat er schon echt viel Value gehabt an der Stelle. Und ich sehe den Angriff auch zum ersten Mal jetzt, deswegen auch diese komische Base hier gerade. Aber außen kommen jetzt die Sneakies noch dazu.
die jetzt die Lager außen machen und die sind natürlich fürchterlich schnell weg. Nicht, dass da nochmal ein paar Truppen durch die Mauer müssen, aber er hat ja auch noch ein paar Hawkrider am Start. Also cool gemacht, schöner Angriff hier. Ich will gleich nochmal so einen Grindangriff machen hier mit euch, so dass wir richtig viele von Clash of Clans mitkriegen. Ich hatte nämlich noch eine Besonderheit, die wahrscheinlich irgendwie einige Tablets betraf, aber ihr seht das hier, dass ich mein Labor jetzt heftigst geboostet habe. Ich habe auch wirklich gestern alles, na nicht alles, aber schon relativ viel ausgegeben. Alle Bücher, alle Hämmer, alle Mauerringe und habe jetzt eigentlich nichts mehr, außer dass ich noch 5 Bauarbeitertränke habe. Die werde ich zur gegebenen Zeit nehmen, denn im Moment laufen natürlich dann 4 Bauarbeiter auf einmal aus und ein Magierturm habe ich auch schon auf Maxed. Das ist der hier, der sieht auch sehr schick aus mit den goldenen Facetten nochmal am Rand. Hier unten seht ihr nochmal einen, wie er vorher, wie er vorher aussah und oben mit den goldenen Facetten. Sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Und da hatte ich dann auch noch einen Hammer für übrig. Also, cooles Ding hier, schönes Update und also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich muss nur mal sehen, dass ich auch, ich glaube, ein paar Mauern habe ich auch schon gemacht. Es gab ja 50 Mauern, also 6 Stück habe ich da auch schon wieder von. Das nächste Update kann bald kommen, okay. Aber ich muss auch noch 6 Kanonen machen, ein Magerturm, also ein bisschen wird es noch dauern. Und an Truppen allerdings mache ich jetzt die Maschinen erstmal. Die machen wir uns fertig. Die gehen jeweils ein Level und dann ganz am Ende ihn hier, Drachenbaby, und dann auch die Bogenschützen. Ich mache mal einen kurzen Reck oder eine kurze Reckpause und dann sehen wir uns gleich nochmal zum harten Grind wieder. Genauso eine Base, meinte ich. Also, ihr seht das hier, hier kann man das mal schön sehen, dass auch die Scattershots jetzt leer sind. Die Infernos sind hier leer. Perfekte Base eigentlich für meine Truppen. Aber lass mal erstmal ein wenig funneln hier mit den Kobis, ein bisschen außen die Lage eben wegsnacken. Und dann können wir hier die Verteidigung auch schon mal so ein bisschen ablenken. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir hier die Bienen und Sammler schon mal außen. Wir lassen uns gleich mal so ein paar frei, würde ich sagen. Denn da haben wir immer noch jetzt die dunklen Bohrer auf den Ecken und der Minenwerfer zielt auf jeden Fall daneben, wunderbar. Dann haben wir hier oben noch einen Bohrer, hier haben wir noch einen Bohrer. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch gleich ein bisschen tiefer noch in die Base, ein bisschen hat er ja noch für uns und wir müssen ja vor allen Dingen das Clanspiel hier machen. Dann gehen wir hier mal rein, nehmen wir mal schon mal die Bauhüttenecken mit hier und ich habe jetzt natürlich ein paar Fassroller noch dabei, okay. Dann nehmen wir die auch mal, würde ich sagen. Und gehen mit der Karre jetzt am Ende rein. So, wir nehmen hier mal 2 von den Giftsetzern. Giftsetzer. Was für ein Name, Toto. Alles klar. Aber das Coole ist, dass da könnt ihr gleich drauf gespannt sein. Ja, ich hab wirklich komisch ein bisschen was dabei. Ich weiß. Das ist mit den beiden Blitzen und so. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber man kann mit dem Blitz auch vor allen Dingen, jetzt müssen wir hier mal eben wuten, vor allen Dingen so ein Rathaus kurz mal, wenn es jetzt gleich aktiviert ist, blocken. Das heißt, jetzt ist aktiviert und damit kann ich kurz einmal den Inferno zurücksetzen dort. Und, oh mein, was ist mit meiner Kampfmaschine los da? Na, nee, nicht mit der Kampfmaschine, sondern mit dem anderen Ding. Ich dachte, wir machen die hier mal auf Null. Und, aber ihr seht hier, was hier gerade rausgekommen ist aus meiner Clanburg. Ha, Skelett. Ja, ich war natürlich auch gestern mächtigst verpeilt, kann ich euch sagen. Als ich gesagt habe, ich kann euch das nicht zeigen, hier die beiden neuen Truppen. Aber natürlich kann ich sie zeigen. A, habe ich mir jetzt mal eine spenden lassen hier. Richtig krass. Und B, kann man sie ja auch in der Vorschau spielen. Habe ich auch mal wieder verpeilt gestern. Natürlich, aber sieht cool aus, oder? Und das Design gefällt mir auf jeden Fall äußerst gut. Und der Gehörnte hier, nee, der Geknochete, stiefelt hier. Ja, ist ein bisschen zu langsam. Er ist ein bisschen langsam. Ihr seht das gerade. Die Barbaren mit ihren kurzen Beinen flitzen dem sogar weg. Und
Eigentlich brauchst du eine Hexe, aber Heiler. Aber ich denke mal, der Loot war jetzt in Ordnung. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Okay, wir brauchten nur einmal 3 Sterne machen, ne? Ei, okay. Wir brauchten nur einmal 3 Sterne machen. Dann haben wir die ersten 400 Punkte hier auch drinnen. Und ja, wie gesagt, natürlich hätte ich euch gestern die auch zeigen können. Die haben wir jetzt schon gesehen. Und die Inferno-Drachen, Leute. Ich will mal nichts sagen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die OP sind. Aber die sind OP. Die sind geisteskrank, muss ich sagen. Echt. Die sind nicht mehr normal. Und die sind nicht von dieser Welt. Also auf die bin ich echt mal gespannt, wenn ich die baue. Und aber es ist schon heftig, was die hier wegballern. Muss man wirklich mal so sagen. Und ich glaube, die zerlegen immer diese Base hier grundsätzlich. Also die kann irgendwie nicht stoppen. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, die haben wenig Trefferpunkte. Die haben nur 2100 oder so. Können wir gleich nochmal nachgucken. Aber hier so ein Magierturm oder so, ist ja nix. Das ist der Hammer. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich die in Ausbildung habe, wie die denn einsetzbar sind, vor allen Dingen in den Clankriegen. Und aber ist schon schön anzusehen. Und jetzt gucken wir noch mal gerade, wie viel, was die an Stats haben. Ah, der hat sogar nur 1900. Okay, weil ich den Inferno-Drachen, den Baby-Drachen, habe ich noch nicht auf Max-Level. Hier ist er noch auf 6. Bei mir ist er ja auch noch auf 6. Und aber ich glaube zu wissen, dass er noch mal 200 Trefferpunkte dazu bekommt, wenn er ausgebildet ist. Vielleicht sieht man das hier. 1800, okay. Aber ich glaube, der hat ein bisschen mehr. Ich meine, es sind 2100, hätte in den Patch Notes gestanden. Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich wollte euch nur ein bisschen um meinen Grind hier zeigen. Wenn, seid ihr auch schon so weit? Oder ist das Update vielleicht sogar schon bei euch rum? Oder wartet ihr jetzt schon wieder auf das neue Update? Ich meine, es war jetzt gerade eins und es sind ja unheimlich viele kleine Sachen, die dazugekommen sind. Aber ich denke mal, ihr farmt genauso schick rein, wie ich das auch mache und noch machen werde. Nächster Wochenplan ist übrigens, oder überhaupt weiterer Wochenplan ist, am Mittwochabend GML Rathaus 11. Das Turnier geht dort weiter. Ich habe eine Partie dort für euch. Ich habe am Donnerstag eine Partie Rathaus 12, auch GML Gladiator Turnier. Also bleibt auf jeden Fall am Kanal dran. Links sind alle in der Beschreibung unter meinen Videos, also auf Twitch TV, followen, Glocke stellen, da verpasst du auch keine Livestreams mehr. Die sind allerdings auch immer alle ab 21 Uhr abends oder später. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich verbleibe bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Clasht.